Ich zeige euch jetzt den italienischen Maschenanschlag. Es gibt da sehr viele verschiedene Varianten. Die meisten sind ziemlich kompliziert mit einem Faden, den man nachher entfernen muss. Ich habe eine einfache Variante, die trotzdem aber für einen wunderschönen Abschluss oder Anfang von einem Pullover sorgt. Ich nehme meinen Faden und je nachdem, wie viele Maschen ich anschlagen will, muss dieses Ende natürlich entsprechend lang sein. Ich will jetzt nur ein paar Maschen anschlagen, habe deshalb nicht so ein langes Ende. Ich spreize den Faden mit Daumen und Zeigefinger auseinander. Ich lege die Stricknadel auf diesen Faden, zeige nach links und schlupfe dann einfach drunter. Das ist die erste Masche. Die nächsten Maschen sehen jetzt ein bisschen komplizierter aus und es werden abwechselnd zwei verschiedene gemacht. Aber wenn man eine Weile übt, dann hat man den Schwung raus und es geht eigentlich dann wie von alleine. Als erstes führe ich die Nadel unten unter diesen rechten Faden und dann über den anderen Faden. Und zum Schluss mache ich den ganzen Bogen wieder zurück. Das ist jetzt die zweite Masche. Und das, wenn man sich das anschaut, sieht ein bisschen aus wie eine rechte Masche. Als nächstes wird eine Masche, die ausschaut wie eine linke Masche, gearbeitet. Dazu nehme ich die ganze Hand mit diesem V von Fäden über die Nadel und mit dem Zeigefinger, dem Faden vom Zeigefinger, komme ich wieder zurück. Die nächste Masche, die sieht jetzt aus wie eine linke Masche. Da ist so ein Knubbel, das gibt später die linke Masche. Diese zwei Schritte werden immer wieder wiederholt, bis ich die richtige Anzahl von Maschen habe. Also ich zeige es noch einmal, von außen, unten durch, über diesen Faden, und dann so rum. Die andere Masche, dieses V ganz über die Nadel, den Faden vom Zeigefinger wieder zurück. Die rechte Masche, hier drunter, da drüber, und so rum. Die andere Masche, beide zusammen drüber und den einen wieder zurück. Wenn ich genügend Maschen habe, muss ich noch eine ganz normale Masche, wie wir vom anderen Anschlag kennen, arbeiten, weil sonst das zu lose ist. Darum mache ich das, wie in einem anderen Strickvideo erklärt wird, zum Abschluss einfach eine Masche.